Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu This War of Mine, Tag 6. Und wie es ausschaut, wurden wir beklaut, aber was genau passiert ist, sehen wir nach dem Intro. So, we have been raided, someone came at night to take our things by force. Pavel has been searching supplies and we have ganz viel Essen. Someone tried to rob us. There were just a couple scavengers, so we managed to fend them off. We had some weapons, but not enough for everyone. None of us were wounded and the attackers didn't steal anything. We were able to defend ourselves. Perfekt. Oh, nochmal Glück gehabt. Aber ich weiß, dass sie jetzt verdammt hungrig ist. Er ist hungrig, traurig und müde. Bedeutet, du legst dich erstmal hin. Du bist hungrig und müde. Aber du machst uns erstmal was Leckeres zum Knabbern. Und zwar eine richtig geile Mahlzeit, würde ich sagen, oder? Mick. Mir tut es irgendwie leid, dass er sich jetzt traurig fühlt. Aber hey, that's life. Schau mal, ich glaube, heute haben wir nicht so viel zu machen. Er kann hier. Er darf sich von hier bedienen. Die anderen zwei haben mehr geleistet. Du kannst dich hier drum kümmern. Du bist müde, du legst dich jetzt pennen. Quite nutritious. Wir haben jetzt auf jeden Fall für ein paar Tage ein bisschen was zu knabbern. Er ist so sad. Es tut mir schon leid. Der darf später essen. Du kannst ja nochmal das Radio abchecken, würde ich sagen. Oh, das schaut nach unserem lieben Händler aus. Jungs, some classical music. Ich dachte, wir den Radio abkriegen. Ja, okay, da passiert wieder nichts. Oh, most animals have disappeared from the streets. Keep that in mind when buying meat from your sources. The city pro is suffering extreme shortages, even most vital supplies going on. People will soon become scavengers, securing the city for anything of us. Okay. For some fun order. Oh, so. Alter, musst du so laut klopfen? Ich höre dich selbst im 15. Stock. Und die beiden da unten pennen noch, die sind müde. Guten Tag. What's gonna be? Oh, wir können hier mal handeln. Was hast du denn Schönes? Brauchen wir irgendwas davon? Munition? Was ist das denn? Moonshine. Things get easier when you drink it. Or so it seems. It's a good trading item. Okay, it's a good trading item. Interessiert mich ein Scheiß. Die da, Makita, das wäre vielleicht... Brauchen wir... Eigentlich alles, was wir haben, ist nützlich. Und das Einzige, was wir von dir brauchen könnten, wären... diese Materials, bloß ich glaube, wenn ich ein paar von denen haben will, verlangst du gleich wieder Unmengen an irgendwie. Was soll ich denn dagegen? Electronics? It's very good of you. Of yours is just too damn impressive. Fine, we can deal. I won't do it. Do harder. Das ist halt die Frage, lohnt sich das? Für drei, komm, mach mal Deal. Und dann tschüss. Das waren jetzt Sachen, die wir nicht unbedingt brauchen. Und gute Nacht. Aber vielleicht können wir ein bisschen was bauen. Daran habe ich jetzt gerade eigentlich nur irgendwie gedacht. Ich denke wieder nur an mich selber. Denn wir können... Ja, wir können diesen Herbal-Dinger bauen. Den wollte ich unbedingt die ganze Zeit schon bauen, herausfinden, was ich mit dieser Scheiße anfangen kann. Kann ich den hier drüben noch platzieren irgendwie? Ich würde den gerne irgendwo platzieren, wo ich... Küche, hier drüben. Wir haben hier unten voll viel Platz. Place hier unten. Junge, für was habe ich denn den Platz eigentlich? Alter, wenn ich hier runtersleide, so richtig Mundi. Also, juhu, bauen. Aber hey, wenn sie motiviert sein will, soll sie motiviert sein. Das hilft uns nur aus.
Bist du immer noch müde? Und er ist sad. Er ist so traurig. Er hat alte Leute bestohlen. Oh. Ich bin so ein Assi. Basteln. Basteln, basteln, basteln. Aus denen kann ich Homegrown Tobacco machen. Und dann kann ich daraus Roll-Up Cigarettes machen. Und daraus kann ich dann Cigarettes machen? Nee, warte mal. Also wir tun mal das ganze Zeug hier erstmal in 10 von dem verwandeln. Make mal. Ich habe jetzt so gar keinen Plan, was wir eigentlich gerade machen. Wir haben auf jeden Fall die Metallwerkstätte, wir haben die normale Werkstätte und wir haben die Hörbe. Bedeutet, uns fehlt nicht mehr so viel. Ah ja, und nicht, dass ihr euch wundert, was dann passiert, wenn sozusagen wieder Kenshi beginnt. Wenn Kenshi wieder beginnt, wird das hier als Livestream immer wieder ausgetragen für eine Stunde und so ein bisschen länger. Bedeutet, es wird nicht vorbei sein. Darauf könnt ihr auf jeden Fall setzen. Doch, ich will halt wieder Kenshi fortführen, bloß ich brauche ein bisschen gerade Abwechslung im Kopf. Dieses ganze Zeit weglaufen hat mich so ein bisschen plemplem, glaube ich, gemacht. Naja, obwohl City Skylines macht jetzt auch ein nicht weniger plemplem im Schädel. Aber hey, 9 von 10 hat er schon. Ich würde nicht gern ein paar Roll-Up-Cigarettes machen. Und ich habe absolut keinen Plan. Dann gehst du mal nach hier oben. Und Madame darf hier unten nochmal an den Herbal-Tisch gehen. Weil jetzt können wir jetzt Roll-Up-Cigarettes machen. Oha, da können wir gleich richtig viele machen. Nice, 20 Stück. Bitter Smoke. Die macht das eiskalt 20 Stück. Holla die Waldvieh, übertreiben gar nicht. Aber vielleicht sind das gute... Vielleicht wäre das am Ende ein mega gutes Tool zum Handeln gewesen. Holy moly, darüber habe ich nicht mal nachgedacht. Shit. Also jetzt haben wir zu wenig Elektronik, zu viel von den Teilen, zu wenig von denen, zu wenig von denen. Aber wir haben fürs erste Mal Essen. Das ist ja schon mal etwas. Von dem haben wir auch viel zu wenig. Aber nicht mehr so wenig. Wir müssen halt wieder alles mal auffüllen. Also wirklich mal nur Tage... Rollen gehen oder so irgendwie. Setz dich mal hier hin. Jetzt haben wir mittlerweile alles durchsucht. Ah, du kannst. Komm mal schnell hier runter. Ich muss mal gucken. Können wir unser Haus noch weiter verbarrikadieren? Ich glaube, die Decke könnten wir noch zumachen. Ne? Jo, es geht noch. Nochmal 10 Holz. Ich glaube, aber es ist nur noch dieses Dachloch. Weil dann haben wir eigentlich fast schon... Außer es werden noch die Zwischenlöcher geschlossen. Also wie hier. Und ja, der Balkon muss noch hier zugemacht werden, oder? Nee, die Tür ist doch zu. Schaut auf jeden Fall sehr zu aus. Was wollen die denn noch verbarrikadieren? Aber hey, solange sie noch verbarrikadieren können, ist es gleich auch nicht eine doofe Sache. Lasst uns denken... Ein Messer wäre schlauer als Waffe. Dann könnten wir wenigstens schon mal die 1-2 Leute abhalten, uns zu schlagen. Dafür fehlt uns aber Weapon Parts. Und wo wir die herkriegen, ist halt die Frage, ne? So, die da unten macht jetzt ihre Zigaretten. Und ich glaube, wir können eigentlich die Zigaretten nicht mehr benutzen. Ich glaube, das ist wirklich wahr. Unfortunately, our shelter is placed where we can get some respite from... From war. Fortunately. Okay. Verlesen. Hupsala. Roll-up cigarettes made from herbs. Darf ich die nicht mal benutzen? Also so wirklich smoken? Hör du mal zum Radio, ob es da was Neues gibt. Einfach mal Radiosender nochmal durchchecken. Nee. Some classic music. Das ist wieder die typische... Oh. Musik playing, auch nicht schlecht. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Wir haben 24 Wasser? Some relative clean water you will need to prepare a good meal or make alcohol. Alkohol wäre eine geniale Idee eigentlich noch, ne? Also jetzt mal ohne Scheiß. Bisschen schön Alkohol zum Kippen. Ah, da oben haben wir auch noch ein Loch. Guck mal.
Wir haben voll viele Löcher in der Hütte, aber wir haben eh schon voll. We managed to fend off the attack, but if the next one is stronger, what happens then? Was macht unser. Die ist eigentlich voll arm. Sie ist mit zwei Männern in einer Gruppe. Das kann doch nicht gut enden, oder? Alkohol, okay. Ja, wir enden mal den Day, der ist eh schon fast rum. So, okay. Wir nehmen diesmal wieder sie mit. Er darf pennen, er darf wieder garden, das kann er nicht gut. Und du gehst scavengen. Und zwar, da waren wir letzte, lots of parts. Yeah. Medikamente. Für uns sind eigentlich Parts gerade wichtig. Essen haben wir. YouTube meinte, some weapons. Wo sind diese scheiß Weapons? Er sagt hier, some weapons, aber wo? Wir gehen mal hier auf Prepare. Und nehmen diesmal das hier mit. Und scavenge. Ah, scheiße, das war hier oben mit der Metalltür, ne? Oh, ich hab's vergessen. Scheiße. Jetzt weiß ich, warum wir hier nichts wirklich draus machen konnten. Nee. Oh. Hier runter, hopp. Wir könnten ja mal versuchen, wenn wir hier wirklich fertig gelauncht sind, mit dem Typen da vorne zu interagieren. Und schauen, wie er auf uns reagiert. Einfach nur mal gucken, weil es mich fucking interessiert. Ob der jetzt uns gegenüber freundlich gesinnt ist oder ob er uns verhasst. Wäre natürlich eine sehr interessante Sache zu wissen. Habe ich hier vorne alles genommen? Weil ich glaube, der Raum geht ja hier durch. Jo, nice. Viel von dem Zeug. Teilweise bringt sich das ja auch. Aber ich glaube, hier ging es durch. Ne? Bedeutet, hier kann ich gerade nicht rein, ohne dass er mich sieht. Weil das Problem ist natürlich ist auch, es könnten dort jetzt die ganzen geilen Sachen sein. Also wirklich die Waffen. Vielleicht kriegen wir da wirklich eine Pistole. Das wäre mega. Dann könnten wir uns auf irgendwelche gefährlicheren Reisen auch mal begeben. Auf die ich ehrlich gesagt Bock hätte. Hier ist nochmal ein Stück Holz drin. Und oh ja, nice. Oh. Leckerer Loot. Was war hier? Das war... Ah, das war wieder der komische Zettel von der Alten. Da ist einer, den muss ich aufsperren. Da wäre der Lock für gut. Ach, du Schill-Mac-Titty. Da ist viel drin. Oder wir sind voll. Wir bereiten mal unsere Flucht vor, würde ich sagen. Also falls das... Oh, scheiße, 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 es geht nach oben. Holy shit. Er sagt ja hier eigentlich no threat, glaube ich, ne? Also es war hier eher nicht mal wirklich sozusagen, dass wir sagen können, okay. Du musst notfalls laufen. Aber warum sind hier die fucking Verstecke? Ist hier eine Mission oder irgendwie was, was wir vielleicht machen müssen? Also wir müssen uns jetzt preparen, wegzulaufen. Und Tür öffnen. Alter, ich krieg grad ein bisschen Muffensausen. Oh nee, ich muss oben drüber. Du kannst auch wieder zurückgehen. Ich weiß nicht, wie der Typ auf mich reagiert. Das macht mich so ein bisschen nervös, würde ich sagen. Good evening, madame. I'm very hungry. Could you help me? You have some food? I'm very hungry. Oh, shit. Well, maybe next time. Genau. Perhaps you could bring some food next time. Ah, das könnten wir sogar mal überlegen, ob wir es nicht machen. Au. 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 Quality Roll Up. Roll Up. Ich will eigentlich den Roll Up mitnehmen, aber. Na, scheiß doch, nehmen wir. Wir kommen ja eh nochmal. Also, einmal, ich will dem auf jeden Fall Essen bringen und schauen, wie er drauf reagiert, wenn wir ihm Essen mitbringen. Lauf mal.
few days of also wir können dem helfen, das macht uns wahrscheinlich. Alter, der folgt uns. Ich mag das nicht, wenn der Typ mir folgt. Weil da oben wäre auch was. Ist mir gerade erst jetzt aufgefallen. Ist mir das in der Folge davor, also in der ersten Folge, wo wir da waren, schon aufgefallen oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber Leute, das war's für diese Folge. Tag 7 beginnt. Das bedeutet, diese Folge ist vorbei. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.